So, wieder hallo, herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren weiteren Video hier im BeamNG Drive. Wir sind zurück im 0.32er Update. Nachdem wir uns im letzten Video ja den Ibishu BX im Remaster angeschaut haben und die neue Crash Cam, geht es heute noch ein bisschen weiter am Gavril T-Series. Der hat ja sein großes Remaster im letzten Update bekommen, dieser wunderbare LKW. Aber da hört es noch nicht auf. Dieses Update und auch kommendes Update kommen noch weitere Inhalte rein. Und wir wollen uns heute um, sagen wir mal, neue Ladungstypen kümmern, die dieser LKW bekommen hat. Einerseits, ihr seht, wunderbare Baumstämme, aber es gibt auch schön tonnenschwere, eigentlich gut gesicherte Metallrollen. Beides Sachen, die wunderbar Action machen können, weil, wenn wir jetzt mal in diesem LKW einsteigen, ist das nicht einfach ein festes Teil oder so ein fester Auflieger, den ihr habt, sondern, wenn ich jetzt mal Steuerung drücke, seht ihr, sind das hier schöne, einzelne, physikalisch korrekt berechnete Baumstämme. Was heißt das für uns? Ja, wir haben fucking viele Baumstämme, die hier komplett entspannt mal abfliegen können beim Unfall. Und das müssen wir uns natürlich auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, es gibt auch noch einen wunderbaren Trailer, der eben diese, ich sag mal, Metallrollen mit sich bringt. Oder nicht Trailer, sondern Auflieger. Es gibt auch einen mit Baumstämmen noch drauf. Wir gehen mal ganz kurz hier unten drauf. Dann finden wir die sicher. Nur mal kurz, wo die sind. Flatbed-Trailer müssten die sein. Genau, da haben wir hier, seht ihr, einer mit den Steel-Coils. Das sind eben diese Metallrollen. Und wir müssten eben noch hier unten auch einen Hänger mit den sogenannten auch Baumstämmen haben. Ich suche den gerade auch nochmal schnell raus. Den machen wir natürlich gleich auf jeden Fall noch dran. Der müsste Lok-Trailer, genau, ist eigene Kategorie, ihr seht. Gibt es in wunderbar vielen wunderschönen Anwendungen als Anhänger und als Auflieger. Obwohl, das ist der Auflieger. Es gibt aber, glaube ich, auch einen Anhänger. Weil wir haben ja jetzt hier keine Aufliegermöglichkeit. Es müsste aber auch einen... gibt es ihn nicht? Ich meine, es müsste ihn auch als Anhänger geben. Large Utility Trailer. Nee, ist er nicht. Okay, aber es müsste ihn geben. Egal, wir gucken gleich nochmal nach. Wir haben auch hier diesen wunderbaren LKW jetzt mit diesem wunderbaren Baumstamm dran. Und wir werden jetzt erstmal ein kleines Ründchen damit auf jeden Fall drehen. Ihr seht nämlich schon, wenn wir hier so schön Kürfchen fahren. Die sind ja schön festgespannt, aber ja, die haben schön Eigenleben. Und das finde ich ziemlich, ziemlich geil, weil das jetzt so, sagen wir mal, die erste... Wir hatten ja schon Ladungen, die, sagen wir mal, rumrutschen kann. Aber beim LKW haben wir jetzt halt zwei wirklich sehr, ich nenne es mal, bekannte Ladungstypen, die halt auch ein bisschen Freiflug haben können im Falle eines Unfalls. Und es ist natürlich auch wichtig, ist natürlich bei denen jetzt hier, aber es ist auch wieder bei Flüssigkeit schon gewesen, natürlich bei Kurvenfahrten, müssen natürlich berechnen, die sind zwar festgezurrt, aber sie haben natürlich schon noch einen leichten, ich nenne es mal, liebevoll ausgedrückten Arbeitsweg. Und wir können dementsprechend natürlich auch ein bisschen nach links und rechts wanken. Und natürlich im Falle eines Unfalls kann natürlich auch dieses wunderbare, der wunderbare Spanngurt, den wir da haben, ja natürlich auch ein gewisses Eigenleben entwickeln. Und sind wir mal ehrlich, dafür, liebe Damen und Herren, sind wir natürlich genau hier. Wir wollen natürlich, dass dieser wunderbare Spanngurt ein Eigenleben entwickelt. Ja, im nächsten Update sollen noch ein paar andere, ich sag mal, Aufbauformen vom LKW kommen, also verschiedene Rahmen und auch V8-Motoren, also sind es wohl dran. Das haben sie wohl mit diesem Update aber nicht mehr gepusht bekommen. Das ist also noch so als kleines i-Tüpfel schon mal geteasert für das nächste Update, 0.33, denke ich mal, dann heißt es ja. Und ich werde jetzt versuchen, mal irgendwo frontal reinzuschießen, weil ich gucken will, ist aber so wie, weil ich gucken will, was dieses Metallgerüst hier vorne, das hier, so an Widerstand hat. Also ab wann so ein Baumstamm halt ein bisschen mehr Masse hat, als Metall aufhalten kann. Weißt du, ich meine, also ich will mal ein bisschen mal testen. Wir können auch mal gerade kurz den hier anschieben. Ja, der Crashcam ist jetzt auch gleich viel geiler. Auch wenn man überhaupt jetzt nichts mehr sieht, dank dessen. Oh, okay. Aber sie fliegen schon mal schön ab und sie haben das Ding auf jeden Fall ein bisschen eingedellt, ne? So ein bisschen, so ein Mühe hat er bekommen. Ich mache mal in dem Fall heute mal die Crashcam aus, die ist super cool, aber wenn wir uns in Ruhe gleich diese wunderbaren Baumstämme angucken wollen, ist es, glaube ich, ganz praktisch, wenn ich da auch ein bisschen eigene Freiheit habe, wann ich die Kamera wo haben möchte. Weil sonst, habt ihr gerade gesehen, fährt der LKW außerhalb des Fokus und das bringt keinem was. So, dann schieben wir jetzt mal ganz kurz nochmal beiseite, Lindu, danke. Sehr schön. Ist das Seil eigentlich ein einzig... Warte mal, hat das Seil eigentlich einen eigenen... eigene Punkte? Oh, das Seil hat Punkte, ne? Oh. Wait, kann man die abmachen da unten? Hier ist ja nur so ein Stift drin, ne? Den kann ich nicht lösen, ne? Das wäre jetzt cool gewesen. Ha. Aber ich kann doch... Ha. Ich kann aber das Seil reißen lassen. Das ist praktisch. Super, dann kann man mit dem losen Baumstämmen rumfahren. Das ist so direkt viel unterhaltsamer. So viel das gut. Finde ich schön, dass man das losmachen kann. Also ist auf jeden Fall auch ein, so, wie der Erfinder sich das gedacht hat. Ich meine, wir erzeugen ja noch nicht genug Gehkräfte, dass die nach hinten wegrutschen, weil wir fahren immer noch ein LKW und kein Formel-1-Fahrzeug. Dementsprechend. Aber jetzt haben die Dinger so ein bisschen mehr Eigenleben. Jetzt könnt ihr auch mal ein bisschen freier atmen. Das ist ja wichtig für euch. Ne? Soll ja nicht gammeln. Da muss ja
Luft zirkulieren, wie man ja so schön in Fachkreisen sagt. Ne? Ich handle ja mit Holz, ne? Wisst ihr ja. Großer Holzmogul. Wissen nur wenige. Andere handeln mit Bitcoins, ich mit Holz. Ja, euer Zeug ist endlich. Ich kann das immer wieder nachwachsen. Haut der gerade von mir ab, der Dude? Oder was ist seine Mission hier? Der mit dem Blauen hier. Der haut gerade ein bisschen ab, ne? Da hab ich ihm die Stoßstange weggerissen. Ah, alles gut, geht noch. Die halten ganz gut hier drauf. Oh, sorry, Bruder. Was ist denn das da vorne? So, die scheiß Stoßstange, die... Ja, das löst sich gleich schon von allein das Problem, glaube ich. Ich fahre jetzt mal irgendwo... Ich will mal irgendwo frontal schnell reinfahren. Ja, okay. Ja, der weniger aber schnell. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Ja. Okay. So, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Abhilfe geschafft. Ich habe nämlich mal einen größeren Motor eingebaut, weil das Ding ging ja nirgendwo hin. Das war ein bisschen langweilig. Deswegen, das geht so nicht. Wir wollen ja Tempo aufbauen. So, Unfälle mit Baumstämmen machen ja nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit Spaß, weil erst dann Gehkräfte walten. Deswegen nehmen wir jetzt gerade mal hier das Seil noch ab. Ah, Mann, jetzt lass dich doch bitte lösen. Komm schon. Nein, 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 nein. Wir bleiben hier. Ja, es ist locker, Gas, 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 vorwärts, Gas, vorwärts, 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 vorwärts. Es ist locker. So. Jetzt haben wir mal ein bisschen Leistung, ihr seht. Da ist mal ein bisschen Kraft im Kessel. Jetzt geht auch mal ein bisschen was nach vorne, weil das war ja gerade eindeutig viel zu langsam, was wir da hatten. Und diese Unfälle machen jetzt auf einer bestimmten Geschwindigkeit Spaß. Für alle. Das ist dann so ein Gemeinschaftsergebnis. Mal gucken, ob die hier oben drauf bleiben. Aber ein bisschen verrutscht sind sie schon. Geht gerne mal ein bisschen bergab, sehr schön. Weil ich immer richtig schön frontal in jemanden reinkrachen. Um zu gucken, ob dann mehr passiert. Ja, da wisst ihr, wie ich meine. Also, sie kommen schon nach vorne, die Jungs. Aber das Metallding, was sie da gebaut haben, da kannst du nichts gegen sagen. Das funktioniert. Oh. Sorry, ich muss mal kurz aussteigen, weil auch eine Sache, gegen die du nichts sagen kannst, ist einfach so ein Reifen in der Windschutzscheibe. Da kannst du auch einfach nichts gegen sagen. Das ist einfach eine schöne Deko. Das ist einfach schön. Hupt er mich jetzt gerade an, während er in meinen LKW reinfährt? Der will mich doch verarschen, der Dude, oder? So, wieder hier die Seile ab. Wie gesagt, ich halte nichts von Sicherheitsmaßnahmen an LKWs. In der Realität, in Spielen, grundsätzlich. Wo ist denn der Spaß, wenn kein Risiko da ist? So, jetzt nochmal. Aber ich glaube, das ist mit der Metallrahmen, der da steht. Der hat schon seine... Der hat schon... Der kann schon was. Deswegen freue ich mich gleich schon auf die Metallrollen, weil da weiß ich nämlich, die haben ein bisschen mehr Gewicht. Da gibt es auch aus echt Videos, wo die scheiße gesichert sind. Die können richtig unangenehm werden, also wortwörtlich. Also das ist wirklich ganz schön schade. Boah, Junge, okay. Wenn die so frei arbeiten können, hat der LKW auch ein bisschen Traktionsprobleme. Die Ladung ist ein bisschen... Wow. Sorry, Bro. Ein bisschen sehr frei am Arbeiten, wenn ich mal so ausdrücken. Mag es mal so ausdrücken. Komm, jetzt bitte verpiss dich. Oder ich muss hier... Manche Leute müssen arbeiten. Als ob ich mir den jetzt vorne wirklich in die Front reingehämmert habe. Jetzt verpiss dich doch. Danke. Ja, die Kraft war notwendig. Okay, das war jetzt nicht übertrieben. Eieieiei. Dem geht's gar nicht gut. Naja, mir schon. Oder hinten sind Hauswände. Das sind, nee, das sind massive Objekte. Das ist gut. Da brauche ich weniger Geschwindigkeit für mehr Impact. Also ich will ja, wie gesagt, ich will ja sehen, ob die Baumstämme irgendwie aktiv was machen können. So, jetzt kriegen wir mal richtig Schwung drauf. Ja, 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 so ist gut. Ah, shit, Pickup. Ja, ich glaube, die halten, ne? Das ist, glaube ich, wirklich... Also faktisch gesehen, das Metallding hat gehalten. Unser Führerhaus faktisch nicht. Das ist faktisch gerade wirklich einfach abgefallen, wenn man ehrlich ist. Aber das Ding hier selber, also hat sich jetzt ein bisschen verbogen, aber ich glaube, das war jetzt nicht der Impact-Grund damit, dass hier unser Führerhaus sich gerade, sagen wir mal, ein bisschen entfernt hat. Würde ich mal stark behaupten. So, wir holen hier gerade nochmal ein bisschen Schwung. Wenn man mir nicht in die Hinterachse fahren würde, wäre ich euch sehr dankbar. Dankeschön, schönen Grüß. Schalten, danke, Bruder. So, da vorne haben wir nochmal so ein Haus. Probieren wir jetzt nochmal. Vielleicht war der Unfall einfach nur doof, dass das Führerhaus so abgefallen ist. Wir wollen... Ist ja die Wissenschaft, ist mir wichtig. Liegt mir am Herzen, wisst ihr ja. Deswegen... Gucken wir jetzt mal. Oh!
ja, das Ding ist stabil. Aber bis zu einem gewissen Grad, in dem Moment hat es mir gerade das Führer aus zermatscht. Das macht hier Geräusche und ich bin mir nicht sicher, ob das gut so ist. Was ist hier los? Okay, ich reset mal gerade. Also, man muss ja gerade sagen, klar, der Impact von vorne hat natürlich auch aufs Führerhaus drauf gesetzt. Aber warte mal. Ich kann die wissenschaftliche These gerade anders umsetzen. Ich habe da nochmal eine Alternative, wartet kurz. Den Boy gibt es nämlich ja natürlich auch mit der langen Schnauze. Wir können natürlich auch mit langen Schnauze, da können wir natürlich auch schön Holz holen. Und bei dem können wir jetzt das physikalisch besser testen. Weil gerade wurde das Führerhaus ja komplett zusammengeknautscht wegen dem Impact von vorne. So, in dem Fall, bei dem vorne, würde ich von vorne einschlagen, nur die Schnauze vorne zusammendrücken. Und das Führerhaus würde hier rein technisch nur durch den Impact von hinten passieren. Das wird mir gerade auch schon zu tief. Ich merke das gerade schon. Das hat viel zu tief, war zu viel zu wissenschaftlichen Tiefgang, das ich hier gerade abziehe. Aber es ist sehr wichtig. Wissenschaft liegt uns am Herzen, ihr wisst es ja. Dementsprechend. Und die BMG-Leute sind ja so reingepackt, so, oh, jetzt können die Leute schön realistisch Holz holen und so. Ist alles schön simuliert. Und ich im Hintergrund so, aber damit könnte man auch krasse Unfälle bauen, oder? Ich bin simpel gestrickt, Leute. Was will man machen? So. Wir haben einen Motor hier auch drin, also einen Turbolader. Danke, Bruder. Danke. Es ist wirklich schwierig, mir auszuweichen. Ich gebe es ja zu, ich bin ein LKW. Ah. Fährt er mir jetzt gerade nochmal aktiv in die Kiste rein? Also heute habt ihr es halt sein. So, wir drehen jetzt mal um, weil dann ist es auch sogar wissenschaftlich dieselbe Route. Das ist heute ist es wirklich deep. So. Weil, wie gesagt, das Führerhaus geht eigentlich nur. Aber ich fahre heute wirklich aktiv in mich rein. Das ist ja noch nicht mal, dass ich bremsen versuche. Ich stand ja sogar jetzt nur noch. Das ist wirklich. Also, es ist vorsätzlich eigentlich schon. Ich möchte da keinem. Na gut, so. Schauen wir mal. Schön mit Schwung. Jetzt gucken wir mal. Ja, ich schnauze, gibt nach. Aber das Führerhaus dürfte eigentlich nur durch die Baumstämme aktiv kaputt gehen. Wir gucken mal. So, jetzt gibt die Schnauze nach. Ja, das Führerhaus ist komplett gekillt worden vom Baumstamm. Okay, alles gut, wissenschaftlich bewiesen, die Baumstämme bringen mich um. Auch nur so ein bisschen. Ganz klar, vor allem, das Seil hat auch überhaupt nichts gebracht. Das ist in der Zeit mittlerweile gerissen. So, jetzt will ich euch natürlich auch noch gerne die andere Ladung zeigen, die noch reinkommt. Das sind nämlich diese wunderbaren Stahlrollen, die es hier gibt. Die gibt es in ja, zwei verschiedenen Ausführungen. Eine 10-Tonnen-Rolle, eine 20-Tonnen-Rolle. Und in dem Fall haben wir hier jeweils zwei kleine 10-Tonnen-Rollen drauf. Ihr seht aber auch, die sind natürlich sehr gut gesichert. Natürlich beim Vollimpact machen die natürlich trotzdem Freiflug nach vorne. Aber ja, ihr seht hier mit Seilen und so. Und ja, mit dem wunderbaren Fahrzeug werden wir jetzt... Ich bin in den Hänger eingestiegen, das macht natürlich voll viel Sinn, Lukas. Dann gehen wir vielleicht in den LKW rein, das sollte helfen. Wir gucken jetzt auch mal gerade ganz kurz, ob die Kollegen auch wieder eigene Seile haben. Oh, jo, sind die anpackbar? Ich guck mal gerade. Ein bisschen näher ranzoomen. Na? Könnte. Aber ich glaube, wir probieren es eher mit einem schönen Einschlag, um das Ganze auszulösen. So. Natürlich ein bisschen, ich sag mal, der Hänger ein bisschen überdimensioniert für das, was wir vorhaben. Wir haben aber den großen LKW genommen. Die Konfiguration von dem LKW müsste, glaube ich, in dieser Welt in dem Update auch noch reingekommen sein, in 0.32. Der hat gut Dampf, der geht gut voran. Das brauchen wir, wie gesagt, wir haben ja heute rausgelernt, wir brauchen Leistung. Das haben wir hier. Wir fahren Leute wirklich konsequent heute in die LKWs rein. Das ist wirklich Wahnsinn. Sowas fällt dir vorbei, den nächsten so, habe ich nicht gesehen. Habe ich einfach reingelenkt. Muss ein Flüchtigkeitsfehler gewesen sein. Nein, du warst einfach nur drunk as fuck. So. Weil wir wollen mit dem natürlich auch einen schönen Frontalimpact haben, damit, ich sag mal, unsere Sicherheitskonstruktion, die hier natürlich sicher von unserem Mitarbeiter wunderbar korrekt befestigt worden ist, einen absoluten Scheißdreck wert ist. Das ist unsere Mission auf jeden Fall. Ein Hänger macht was her, ne? Da noch ein paar mehr drauf. Wenn ich jetzt einfach Autoramme werden, die wahrscheinlich liegen bleiben, oder? Die werden da wahrscheinlich nichts machen, oder? Ja. Wegen tun sie sich schon. Oh, eieiei, da fahr ich auch. Ich fahr auch einfach weiter. Das ist meinem LKW scheißegal, fällt mir auf. Die haben sich schon ein bisschen gezuckt, haben sie. Ich fahre jetzt einfach mit dem den Berg hoch, ist mir egal. Ja, okay, ab zwei Autos wird es dann auch irgendwann für meine LKW schwierig. Wie gut, dass wir respawnen und der eine Wagen da hinten einfach trotzdem stehen bleibt. Ist er jetzt weg? Jetzt ist er nicht, zumindest nicht mehr Teil meiner Hinterachse, sehr gut. Ja, komm, Bruder. Zieh! Kein Problem an der Steigung. Muss ich sagen, wir haben ja 20 Tonnen Gewicht hinten dran, ne? Also plus der LKW und der Hänger noch. Also, hier ist ein bisschen Gewicht am Ziehen.
Aber ich finde es sehr cool, die neue Bar. Also wie gesagt, umso mehr da reinkommt, natürlich umso mehr, sagen wir mal, Spielplatzmöglichkeiten, nenne ich es mal, hat man ja. Und da ist ja, glaube ich, keiner von abgeneigt jetzt mal im ersten Eindruck. Oh, okay, habt ihr gerade den Engel, aber gerade ganz gut gearbeitet, Alter. Bitte können wir mal aufhören, mir immer... Okay, jetzt war ich jetzt selber schuld, bin ich ehrlich, aber ich schieb den jetzt einfach hier hoch, ist mir scheißegal. Der ist gerade nicht so sehr Widerstand, dass es ein Problem wäre. Wir fallen jetzt mal unten voll gegen die Leitplanke. Mal gucken, ob die Rollen dann schon was machen. Oh ja, machen sie. Da, dann sind... Oh, 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 ah, ah, ah. Ja, sie sind Freiflug und nehmen mein Führerhaus gleich komplett mit. Okay. Boah, du hörst doch, dass sie richtig Gewicht haben, ne? Alter Verwalter. Da ist richtig Kavimsin, aber das meine ich, diese Dinger sind echt lebensgefährlich, wenn die nicht richtig gesichert sind, weil die halt einfach, die rollen halt einfach, da sind 10 Tonnen, die rollen, ne? Ich habe auch gedacht, die fliegen einfach so, aber okay, die fliegen, also so fliegen sie schon mal ab. Das ist schon mal gut zu wissen, das haben wir jetzt mal ausprobiert. Was lustig ist, dass ich exakt hinbekommen habe, auch im selben Moment direkt meinen Führer auszukillen, aber es ist schön. Ich wollte es eigentlich nur, ich habe gedacht, es klappt im Moment per Zufall, aber es hat direkt geklappt. Schön. Ich bin da mittlerweile ein sehr guter Wissenschaftler. Manchmal ein paar Sachen passieren einfach im Affekt. Das wäre auch schon fast wieder deine Stoßstange gewesen. Die ziehen heute wirklich durch. Die haben ja alle Bock. Also ich will mal wirklich so einen Frontalanschlag haben, dass sie wirklich auch gerade rollen, die Rollen, ne? Weil. Ja. Das war jetzt kein Vorfahrt genommen, kein Thema, Digga. Das ist wirklich. Also heute ist die KI wirklich auf Stress aus, ich sag's euch. Sind die froh, dass ich heute einen LKW hab? Ich gehe den ganzen Stress einfach aus dem Weg. Mehr oder weniger. Wie man das sehen möchte. Pff, Alter. Oh, 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 die eine Rolle macht gleich. Okay, die eine Rolle ist schon mal locker und ich habe irgendeinen Reifen verloren. Ja, ja. Das klingt auch wirklich gefährlich, die Rollen, bin ich ehrlich. Hab ich den Reifen mal der Hinterachse verloren? Oder wo hab ich den Reifen verloren? Oh Gott. Okay, jetzt habe ich meine kompletten Reifen. Ah! Jetzt hab ich mir meine komplette Achse aufhängen gerade weggeschmissen, Alter. Junge, Junge. Nicht gut. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und komm, Schwung. Okay, also mit ein bisschen, ich sag mal, seitlichen Einschlägen kriegt man die gut gespannte Stahlseite auch schon gelöst. Es gibt auf jeden Fall eine leichte Abmahnung. Also, wenn ich ihn sie noch geben kann, außer ich bringe ihn den Dingern selbst um. Bisschen an den Leuten langschrappen. Ein bisschen so einen leichten Impact haben, damit wir irgendwo mal, ja, sag mal, ein bisschen Widerstand in unseren Hänger bringen, weißt du, wie ich meine? Wir müssen ja irgendwas dafür sorgen, dass da hinten ein bisschen was los ist. Ich meine, einfach direkt losmachen kann ich die nicht, weil dann rollen die einfach weg, das bringt keinem was. Weil dafür sind sie halt, sind halt Rollen. Obwohl, die stehen auf so Brettern drauf, ne? Faktisch gesehen dürften die ja nicht sofort rollen. Also, faktisch gesehen, sie werden es tun, aber ich probiere es gerade mal. Sag mal, guck mal, ob ich hier irgendwelche Seile von denen lösen kann. Den Spanngurt können wir auf jeden Fall wieder lösen. Irgendwie. Komm schon. Nee, oder. Ja, oder auch nicht. Nicht so wirklich. Vergesst das. Kann ich die ein bisschen mit Liebe einfach bewegen? Gucken wir, ob das geht. Kann ich auch schön rollen. Oh. Okay. Ich muss mal eine Grappe abmachen. Ich will mal gucken, was die für so ein Gewicht hat. Warte mal. Die hat jetzt... Oh, da ist sie doch. Hast du ein Gewicht? Ich glaube schon. Alter, man hört es aber auch, ne? Oh, ne? Ich muss die halt einfach nur da hinschmeißen. Ah, die verformt sich aber auch leicht. Die hat auch ein Schadensmodell. Ist cool. Ja, die Rollen machen schon was, so ist nicht. Ja, machen sie. Ah, das ist gut. Okay. Ja, ja, okay. Gefallen mir die Rollen. Sind gut. Das ist schöne Ladung. Wie gesagt, Ladung, die flexibel ist, nenne ich es mal aus. Finde ich cool. Also die Baumstämme finde ich super.
Vor allem, weil die ja dann diesen links rechts runterfallen kannst. Kannst du theoretisch die Force Wanted mittlerweile nachstellen, so langsam sicher. Dann hast du die Rollen hier, die, wenn du als Fahrzeug-LKW-Führer halt ein bisschen scheiße gebaut hast, die innerhalb von Sekunden einfach ein paar Zentimeter kürzer machen. Auch schön. So, ja, dem. Ja, schön hier hoch, alles gut. Das geht zu langsam. Wir kriegen richtig Schwung drauf, das finde ich gut. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, au, au. Das ist wie mit den Baumstämmen. Die Landung ist tricky, Alter. Die hat richtig Bock auf Eigenleben. Ich sag es dir, ey. Junge, in der Kurve kriegst du aber richtig Seitenneigung. Gibt's da so was wie G-Kräfte, glaube ich, die da ein bisschen versuchen mitzumischen. Junge, Junge, Junge. Das ging aber gerade auf der Seite mit Schwung. Jetzt machen wir mal Schwung auf. Das könnte schon genug Schwung sein. Ich weiß nicht, ob das schon genug Schwung ist. Nee, nicht. Anscheinend überhaupt nicht. Das hat gar keinen Widerstand gegeben. Nicht. Oh, mein Führerhaus ist jetzt schon weg. Okay, es ist scheißegal, ob die Rollen drauf sind. Meine Schlafkabine ist weg. Mein Führerhaus ist noch da. Meine Schlafkabine hat sich gerade entfernt von meinem Fahrzeug. Abrupt. Auch gut. Wir sollten dann, ja, wie kriege ich jetzt einen Reset Point, wo ich mit so einem LKW. Ja, verdammt, jetzt passe ich denn mit dem Scheißding jetzt hier hin? Ja, ich glaube, ich kriege kein Auto so stark mit so einem Tempo getroffen, dass ich halt wirklich auch diesen Schlag habe, dass die Rollen sich dann lösen. Ich muss halt wirklich, dass der LKW so einen abrupten Stopp hat, weil dann reißen die Seile halt. Problem ist, den erreiche ich nicht mit einem Auto. Also das erreiche ich maximal mit einem anderen LKW, wenn er entgegenfährt. Er hält einfach direkt an, finde ich gut. Ja, go her. Vortrefflich. 80 km/h. Wir bauen langsam Geschwindigkeit auf. Es kommt auch gleich wieder eine Linkskurve. Super mit dem Gewicht hinten dran. Weg da. Okay, gut. Ja, top. Top geklärt. Vielleicht kippt er wieder, oder? Kann ich so schnell hier durch die Kurve fahren? Oh, ja, auf 3 Reifen hinten. Oh, sorry. Oh, Entschuldigung. Bist du da mal durch? Ah, oh. Oh. Das hintere Seil schon gerissen? Hat auf jeden Fall ein bisschen Arbeitsweg bekommen, wie auch immer, aber die ist ein bisschen flexibler. Oh, oh, oh. Jo, oh, jo. Das ist bei meinem LKW. Warte mal, jetzt muss ich mein LKW mal raus. Was ist gerade mit meinem Rahmen hier vorne passiert? Das ist nicht der Rahmen, das ist der Rahmen, ne? Warum ist mein LKW zu einer Banane geworden? Es wird Gründe geben, aber mein LKW ist jetzt eine Banane. Und der Rest des Fahrzeugs ist auch liebevoll woanders hin verteilt. Aber ich denke, man hat einen ganz guten Eindruck bekommen. Es ist super, wie gesagt, ich finde sie super cool, die Sachen, die reingekommen sind. Damit kann man in Zukunft sehr viel Scheiße bauen. Auf jeden Fall. Das werden wir für ein, zwei Tests auf jeden Fall nutzen können. Das soll es auf jeden Fall soweit erstmal gesehen zum kleinen 032er Update. Gibt noch wieder ein paar kleine Tweaks und ein paar Hinzufügen bei der einen Map. Das ist aber jetzt alles nichts, wo videotechnisch viel drüber beschreibbar ist. Wir sehen uns also in Zukunft wieder bei weiteren Mod-Videos hier im BMG Drive wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch, da würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss, tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.